Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio in Space Age. Wir sind eine ganze Woche schon unterwegs mit dem neuen DLC. Und wenn wir uns mal hier unsere Stromversorgung anschauen, die basiert hauptsächlich auf der Kombination Solartechnik und Akkumulatoren, und die Akkumulatoren, die entladen sich praktisch bis zu 100%, und wir schaffen es gerade so, die wieder aufzuladen, bis wir sie wieder benötigen. Das heißt, wir sollten uns vielleicht darum kümmern, dass wir eine alternative Stromversorgung an den Start bringen. Letztes Mal haben wir jenste Fabriken hier unten angebaut, und das ist wahrscheinlich der Grund, warum dass wir so viel Strom verbrauchen. Aber wie wir hier beispielsweise am leeren Rohr sehen können, mangelt es uns an etwas, und das Etwas ist das Petroleum, das Flüssiggas. Ich denke, wir haben genügend Rohmaterialien, Rohöl, weil ich hier ein zweites Feld angeschlossen habe, und da wäre sogar noch eine Pumpstation mehr drin gelegen. Aber diese zwei Felder, das ist alles, was innerhalb von unseren Mauern liegt. Für den Moment reicht es uns, denn die Öltanks sind voll, nur hier bei der Umwandlung, da reicht es nicht ganz. Das nächste Ölfeld liegt dann hier oder hier. Das heißt, das ist dann schon außerhalb von unserer Mauer. Aber vor einigen Folgen haben wir hier auch schon mal mit Uranerzabbau begonnen, und wir haben bereits einige Uran 235, welche wir brauchen für die Brennstoffzellen. Und ich denke, hier oben irgendwo werden wir dann einmal unseren Nuklearreaktor hinplatzieren. Ich denke, nicht diesen. Das ist ein 4x4. Aber das ist ein Krastoria-Design. Das hat ein bisschen andere Verhältnisse. Ich denke, wir können diesen hier nehmen. Der ist recht kompakt. Und da müssen wir dann letztendlich einfach schauen, wo müssen wir das Wasser anschließen. Ich denke, in der Blaupause ist es auf der rechten Seite. Und ich denke, ich habe alles beisammen, um das hinzubekommen. Hier habe ich schon mal 4 Kernreaktoren. Und dann haben wir hier etwas zu viel an Heizrohren. Wir haben 50 Wärmetauscher, und wir haben 100 Turbinen, und wir brauchen etwas weniger als das. Und
Ich greife mir da mal alles und dann mache ich mich auf den Weg nach drüben. Und dann müssen wir uns ein Plätzchen suchen, wo wir den Reaktor hinstellen können. Ich habe hier mal eine Montagemaschine hingestellt, einfach damit wir etwas an Brennelementen haben und diese von Hand befüllt. Was wir hier dann auch irgendwann mal brauchen, ist Eisen. Aber ich denke, für den Moment reicht es uns aus, das, was wir hier manuell produzieren. Denn unser Energieverbrauch ist noch nicht so horrendes. Ist so unter 80 Megawatt. Und mit einem laufenden Kernreaktor bekommen wir so etwa in der Größenordnung von 500 Gigawatt. Also wesentlich mehr, als wir derzeit benötigen. Aber wenn wir die Energie haben, dann können wir uns um andere Dinge kümmern. Wenn wir jetzt mal hier die Blaupause machen, hervorholen. Idealerweise wäre wahrscheinlich ein Layout so, aber da ist uns das die Leichtöl-Pipeline im Weg. Drum denke ich, machen wir das einfach mal so. Und dann, statt die ganzen Pipes auf die Seite raus zu machen, machen wir das so. Wir biegen das einfach mal etwas um. Sind zwei. Und dann brauchen wir noch einen. Oder wahrscheinlich bräuchten wir zwei. Wenn ich die Wassermenge da richtig im Kopf habe. Dann haben wir hier die letzte Leitung hoch. Die geht dann wahrscheinlich hier rüber. Und dann da runter. Und das Layout, die Blaupause, ist so ausgelegt, dass wir hier mittels Anforderungs- und Anbieterkiste die Brennstoffzellen hier in die Mitte befördern. Und ich denke, wir sind nicht allzu weit weg davon, aber wir können initial die Kisten auch von Hand befüllen. Ich denke, ich gehe da mal noch etwas Eisen holen, damit ich die ganze Wasserversorgung richtig machen kann. Und dann können wir hoffentlich einfach mal die Robis loslassen, damit die uns dann den Reaktor bauen.
Wie ihr gesehen habt, geht der Aufbau mit den Robotern recht zügig von sich. Und wenn wir jetzt hier uns in die Mitte bewegen, die Anbieterkisten, die sind, oder die Anforderungskisten, die sind momentan noch Pufferkisten. Aber ich denke, wenn wir hier einfach mal 50 Brennelemente reingeben, das sollte ausreichend sein, um uns so weit in die Zukunft zu katapultieren mit Strom, dass wir dann irgendwann auch die Anforderungskisten haben. Und die verstecken sich hinter der Weltraumforschung. Und das ist wahrscheinlich dann ein Thema, das wir nächstes Mal angehen werden. Für heute, denke ich, machen wir hier noch ein paar weitere nützliche Forschungen, die wir haben können. Wir sind derzeit nicht mehr so im Munitionsbusiness, sondern eher im Laserbusiness. Die Lasertürme, die haben ein bisschen ein Nerf erfahren in dieser Version. Aber wenn wir mal ehrlich sind, die waren sowieso etwas OP. Von dem her denke ich, ist es ein ganz guter Spielzug, dass die nicht mehr ganz so stark sind wie noch in Version 1 von Factorio. Aber hier sieht es doch schon mal ganz gut aus und ich denke in Kürze. Hier fehlt uns noch eine Pumpe. Für Wasser. Und da sehen wir, dass die Temperatur in die Höhe geht. Und sobald wir 500 Grad hier erreichen, werden wir auch sehen, wie die Dampfturbinen anlaufen. Ich denke, ein optimales Layout bei so einem Reaktor ist zum einen, dass die Reaktoren nahe beieinander sind, sodass sie den Nachbarschaftsbonus haben, aber dann auch, dass die Strecke, die wir hier mit den Wärmeleitrohren haben, dass die möglichst kurz ist. Und da gibt es sicherlich noch andere Layouts, die das Ganze optimieren, denn hinter den Wärmetauschern muss die Turbine nicht unbedingt unmittelbar anschließend sein, sondern das könnte auch irgendwie anders geratet sein. Aber hier sehen wir, wir können über 500 Megawatt Strom produzieren und wir brauchen etwas mehr als 10% davon. Und das ist eine gute Sache. Denn jetzt, wenn es dunkel wird, springen nicht mehr unsere Akkus an, sondern wir können den Strom locker mit den Dampfturbinen abdecken. Und möglicherweise, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe so das Gefühl, dass die
Was sind es? Hier haben wir 8. Da oben 8. Das sind 16 Lagertanks. Das ist möglicherweise etwas zu wenig, um den ganzen Dampf vorzuhalten, den wir produzieren. Denn mit den Nuklearreaktoren ist es so, die verbrennen ein ganzes Brennelement, produzieren daraus Energie. Und wenn die Energie nirgend hingeht, verpufft die einfach. Und das ist etwas, was wir vermeiden möchten. Was wir hier haben, ist ein bisschen Logistik, wo wir sagen, wenn wir hier mehr als 30.000 Dampf in den Lagertanks haben, dann knickt doch bitte kein neues Brennelement rein, denn wir können Strom aus dem vorhandenen Dampf produzieren. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und ich denke, das ist ein großer Schritt in unsere Zukunft. Denn jetzt sind wir zumindest für den Moment mit Strom abgesichert und wir können unsere Aufmerksamkeit anderen Dingen zuwenden. Wie beispielsweise mehr Öl. Und da habe ich dieses Ölfeld hier ins Auge gefasst, denn da können wir einfach hier zumachen und diese beiden Nester hier aus dem Weg räumen. Und so bisschen für bisschen unsere Basis oder den Innenraum von unserer Basis erweitern und sicherstellen, dass wir genügend Ressourcen am Start haben. Wie erwähnt, habe ich hier die Mauer nach Nordosten erweitert, das Ölfeld angeschlossen und nun haben wir genügend Öl hier im Puffer. Was wir noch nicht haben, ist hier das richtige Setup, Raffinerien zu Cracking, aber das bekommen wir hin, aber ich denke, dafür brauchen wir etwas Landfill, sodass wir hier unsere Fabrik ins Wasser hinaus etwas ergänzen können. Aber das mache ich zwischen dieser Folge und der nächsten. Und hoffentlich können wir nächstes Mal uns dann anschauen, was hat es mit der Rakete so auf sich? Wo sind die Veränderungen zum Basisspiel? Und was können wir damit machen?